Zum Geburtstag für die Schwester Käthe. 80 Jahre bist du jetzt auf dieser Erde. Ich weiss, gerade 100 möchtest du nicht werden. Die Zeit, die dir noch bleibt zum Leben, die kann doch Welle jetzt noch fegen. Es gibt zwar schon ein paar kleine Sachen. Es ist nicht zum Grennen, auch nicht zum Lachen. Na ja, das Gedächtnis macht einen Streich. Das ist halt manchmal ein bisschen, ein Seich. Du musst manchmal etwa zweimal fragen und das musst du dann mit Fassung tragen. Zum Beispiel, wenn du heim fortgehst, noch nicht recht weisst, was jetzt anlegst. Dazu kommt, du solltest nichts vergessen. Der Einkaufszettel noch für das Essen. Du hast jetzt alles, bist voll überzeugt, bist in Gedanken, merkst noch nichts. Erst, wo du die Garagentür auftun, tust du überlegen. Jetzt zwar noch in Ruhe. Wo habe ich die Schlüssel hergetan? Ich hatte sie doch in den Fingern gehabt. Zuerst in die Einkaufstasche schauen, dann noch im kleinen Täschchen suchen. Ich will doch endlich einkaufen. Noch einmal zurück in die Wohnung laufen. Einkaufen? Halt, mein Portemonnaie. In der Tasche habe ich das nicht gesehen. Jetzt gibt es mir das schon langsam zu denken. Ich lasse mich immer ablenken. Es liegt da auf dem Küchentisch. So langsam macht mir das nicht frisch. Doch manchmal ist es sogar zum Lachen. Vernurst ist vielmals deine Sachen. Das Problem mit dem Schlüssel und Portemonnaie habe ich auch schon bei anderen gesehen. Im Alter ist das halt so. Gedanken sind da, das sowieso. Doch haben sie die Tendenz, auf Abruf zu warten und sich Zeit zum Führerschlafen. Von hinten im Kopf bis vor in die Stirne. Das braucht sie Zeit, bis du das Hirn hast. Darum geht das halt im Alter länger und das macht das Denken auch etwas strenger. Zum Beispiel siehst du Frau sowieso. Der Name sollte jetzt kommen. Ich rate hin, ich rate her. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Der Name kommt, doch ein bisschen später. Die Frau begreift es, sie ist auch älter. Vergiss es manchmal, was du kaufen willst. Und musst dafür dann zweimal laufen. Was wirklich gäng sollst du kontrollieren? Ich warte. Und dann müsst ihr mal das Eiscreme probieren. Es ist da. Noch einige Blendinggläser. Bitte genießen Sie das. Also. Was wirklich gäng sollst du kontrollieren, bevor du fortgehst, kannst spazieren. Die Herdplatte, ist die nicht mehr warm? Und das Glättis, auch nicht unter Strom. Was sonst noch alles auf dich zukommt, das braucht halt eben auch ein bisschen Mut. Wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, die glatte Haut vergeben suchst. Ja, was du da siehst, sind ein paar braune Flecken. Aus ein paar Falten, die sich verstecken. Und weil der Ring dir nicht so gefällt, brauchst du die Salbe und pflegst die halt. Am Mittag ist es schon ein bisschen besser. Es tut dich nicht mehr so stressen. Noch einmal besser ist es am Abend, weil da hast du ein Halstuch tragen. Das tut vom Fältchen Hals ablenken. Es ist nicht wichtig, was andere denken. Wenn ich so schaue, gibt es noch mehr, die ich nicht unbedingt gerne sehe. Zum Beispiel die wackeligen Oberarme, die wackeligen Obenarme. Da musst du nicht hoffen auf Erbarmen. Der Bauch wird ründer, die Magen gegen da, die Taille ist weg. Ja, es ist ja so. Und erst die weichen Oberschenkel. Da nützt kein Turnen, ja, kannst du denken. Es hilft kein Salben und kein Schmieren. Das Losungswort heisst akzeptieren. Doch das Alter hat auch schöne Sachen, die einem so richtig zufrieden machen. Die inneren Werte kommen zum Zug, wenn du richtig lebst und ohne Lug.
und wenn du schaufeln, viel erledigen, wer darf dir etwas anderes predigen? Machst du, wie du willst, es ist dein Leben. Wir wissen es schon, es gibt nichts vergeben. Wir können noch viel über das Alter berichten. Es gibt so viele verschiedene Geschichten. Und jetzt möchte ich nur noch sagen, alles Liebe zu deinem 70. Geburtstag, liebe Schwester, und du weiterhin flott in Turnen turnen. Was machst du? In Turnen turnen. Es kommt schon gut. Also, in 10 Jahren wieder. Aber etwas habe ich noch vergessen zu sagen, im Alter geht es halt dem Boden zu. Ja. 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 Ja.